Und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Kingdom. Ich nehme heute mal wieder folgenweise auf und nicht aufnahmemäßig, sondern folgenweise. So, ja, meine Freunde, wir müssen jetzt erstmal was schaffen. Und zwar, falls ihr euch fragt, was wir schaffen wollen, wir müssen jetzt, nachdem wir die Schleimbälle und das alles gesammelt haben, müssen wir jetzt an dieser Stelle einmal den Braustand von unserem alten Teil in Minecraft holen. Also von der alten Weltteil, den wir haben. Das klingt einfacher als gesagt, einfacher als getan, aber das kriegen wir auch hin. Ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen hochziehen. Aua. Ich wollte noch Brot mitnehmen. Verdammt, wir haben nichts mehr viel zu essen. Das ist natürlich jetzt ätzend. Besonders zurück müssen wir relativ viel laufen. Das heißt, wir sparen das mal kurz ein bisschen Essen. Mist. Nach unserem erfolgreichen Kampf, jetzt hätte ich die Pfeile auch da in der Kiste lassen können, egal. Nach unserem erfolgreichen Kampf gegen die Slimes, Creeper, Skelette und zwei Zombies oder so, haben wir es jetzt ja geschafft. Jede Menge Slimebälle, 40 Stück haben wir gesammelt. Ja. Und auch noch die Pilze, das benötigt er. Gut, das heißt, wir müssen jetzt losfliegen. Ich gucke einmal, da sind, dann ist das da. Ich garantiere mich da einmal an den Kürbissen, die da stehen, weil dann ist das nämlich daneben. Und jetzt fliegen wir mal nicht so schnell. Also wir fliegen eher langsamer, aber dafür halt weiter. Weil so dürften wir es nämlich schaffen, bis zur Haustür fast zu kommen. Und das Skelett ist ja auch noch da. Das müssen wir uns auch nochmal drum kümmern irgendwann. So. Wunderbar. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas zu essen? Nein. Was ist das eigentlich? Light Grey Wall. Nee. Mob Stuff. Das kann auch alles hier bleiben. Lapis könnten wir mal mitnehmen, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Baustoffe. Nether Brick. Pflanzen. Ja, hier sind auch Pilze gewesen. Den nehmen wir einmal alle mit. Und auch die anderen Mushrooms nehmen wir mal mit. Und das lassen wir hier. Das nehmen wir mit. Ja. Das neue Projekt, das war unser. Das ist das, was wir jetzt gerade am Laufen haben. Hier ist noch ein Apfel, den lassen wir auch hier. Ist hier noch was zu essen? Magma. Magma Cream. Den nehmen wir auch mit. Ist nur nicht unbedingt die Gold Horse Armor. Lassen wir auch hier. Ach ja. Die Lava Armor können wir auch mal mitnehmen, wenn wir jetzt eh schon mal hier rumlaufen. So. Oh. Halt, wir werden gleich ein bisschen Kohle verbrauchen. Läuft der Ofen noch? So, die Stickstoffe dafür hier, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Und die olle Blume auch. Ist hier noch irgendwas drin, wenn wir jetzt eh schon mal hier sind? Nein. Leerer Eimer, aber der brauchen wir nicht. Ah. Gold Nugget. Das können wir aber auch alles hier lassen. So, wir müssen jetzt aber das Dings abbauen hier. Genau, die Puddel lassen wir alle hier, das brauchen wir alles nicht. Wir wollten die Wasserquelle, da ist das noch drin, das brauchen wir auch alles nicht. Unser Höllenportal sollte eigentlich mal cooler aussehen, wird aber nie was draus. Unsere kleine Mine, hier sollte der Verzauberungstisch hin, der stand hier auch mal ursprünglich. Das haben wir aber wieder abgebaut irgendwann mal. So. Dann haben wir jetzt was zu knuspern. Das ein Stück schmeiße ich mal hier damit rein. Das geht zwar nicht, aber egal. So, für Essen haben wir auch gesorgt. Schere ich die Schafe jetzt nochmal ab? Mob Stuff. Wir lassen das einmal hier. Dafür könnten wir das mitnehmen. Ey, wir nehmen Schafe, wir nehmen Wolle mit. Wir nehmen Wolle mit, da stehen die. So, denn auch hier werde ich immer nochmal ein bisschen was holen. Teilweise gibt es auch Sessions, wo ich zum Beispiel Holz oder sowas sammle. Das mache ich auch hier in der Nähe. Ja, und außerdem haben wir hier jede Menge Schafe und auch die Lärmbelästigung hält sich hier in Grenzen, weswegen ich auch hier noch Schafe züchte. Zwischendurch aber nochmal. Falls ich hier zum Beispiel Wolle fürs Haus brauche. Kann man hier durchdrängeln, ob hier noch... Hallo? So. Dann haben wir gleich den Stack auch voll. Und dann wollen wir wieder los. Und jetzt laufen wir mal ein bisschen zügiger. Denn halt. Danke. Denn keiner von uns weiß ganz so genau, wie lange wir überleben, wenn wir jetzt hier sind. Am Tag ist es ja alles safe, aber besonders nachts geht das hier draußen richtig ab. Witzig finde ich, dass wir gar kein Unwetter mehr hatten. Also wir hatten lange kein Unwetter mehr oder sowas. Ah, hab ich schon abgelegt, okay. Denn wir müssen nämlich wieder auf den Berg dort drüben und dann fliegen wir von da aus wieder nach Hause. So. Halt, ich muss darüber.
Ich fahre da einmal auf den Berg da drüben, diesen hier. Dann können wir da nämlich wieder rüberfliegen. Da muss ich auch nochmal eine Minecart-Strecke bauen. Das können wir machen, wenn wir dann öfter mal zu dem anderen Dings hinreisen müssen. Dann werden wir hier vorher mal eine Minecart-Strecke bauen. Bevor wir dann anfangen, die Eisengolem-Farm zu bauen, werden wir das mal in Angriff nehmen hier. Na, damit wir zumindest hier hinkommen. Dass wir hier einigermaßen Zeit sparen können, weil dieses ewige Gerenne ist halt auch immer echt ätzend. Das war knapp. Das ist, ich schaff das nicht. So. Da wollen wir wieder hoch. Und dann fliegen wir von dort aus zurück zu unserem Haus. Und dann haben wir die Nacht nämlich auch übersprungen. Dann haben wir das auch überlebt. Halt, jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtiger. So. Genau. Zack, 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 zack. Halt, jetzt muss ich dahin. Nee. Das war verkehrt. Verdammt. Ich sehe nämlich fast nichts mehr. So ist richtig. Alles klar. Und jetzt müssen wir in die Richtung. So. Wir fliegen mal darum. Ich bin mal wieder aus und dann machen wir wieder einen Screenshot und von unserem Haus auch mal. Tanne steht noch ein bisschen im Weg. So, sind wir auch wieder geflogen wieder. Alles klar. Dann haben wir jetzt ja hier schon fast alles da. Das heißt aber auch, dass wir das hier mal anders beladen können. Und zwar können wir hier jetzt nämlich mal tauschen. So. Mit Lava-Eimern. Habe ich hier noch eine Kiste? Nein. So, das haben wir auch alles. Jetzt haben wir das Eisen hier schon rausgenommen? Oder brennt das gerade noch durch? Ah, er nimmt jetzt erstmal den Clay. Alles klar. Ja, jetzt muss ich das mal wieder oben reinschmeißen. Denn ich will erstmal, dass er das Eisen wegbrennt. Weil das nämlich auch noch brauchen werden. Die Goldingot nehmen wir schon mal mit. So. Und dann wollen wir mal, jetzt nochmal in dieser Folge, den Braustand bauen. Ich habe mir noch nicht überlegt, wo wir den hinbauen wollen. An sich würde ich sagen, machen wir den, also hier ins Haus wollte ich ihn eigentlich nicht basteln. Weil das sieht ein bisschen blöd aus. Ich wüsste, wobei wir könnten hier theoretisch eine Wasserquelle, dürfte eigentlich, ah, hier ist ja der Enchantment Table. Schade. Oh, wir machen das ganz nach oben. Hier war auch halt ein super Schlafzimmer irgendwie. Gut, dann machen wir das mal anders. Das ist jetzt nur provisorisch. Das werden wir später nochmal alles ein bisschen hübscher machen. Das ist jetzt nur erst einmal, damit wir hier so ein bisschen... Hier drin? Wieso spawnt hier drin ein Skelett? Oder ist das hier oben drauf gespawnt? Muss ja anscheinend. Das ist natürlich nicht geil. Dann müssen wir auch mal unbedingt bei jetzt. Aber okay, lassen wir erstmal so. Okay, so, jetzt wollte ich erstmal eine Kiste bauen. Einfacher, damit wir zumindest schon mal unseren ganzen Kram hier haben. Okay, was brauchen wir hier? Ich habe noch nicht mehr ein Goldingots. Das ist zum Brauen. Das ist zum Brauen. Die wandle ich gleich nochmal um. Die brauchen wir eventuell auch noch zum Brauen. Das lassen wir auch noch hier. Alles klar. Die fermentierten Spinnenaugen hole ich gleich. Glas müssen wir noch haben. Und dann sortieren wir einmal weg. So. Ups. So. Alles klar. Das Eisen nehme ich auch mal wieder mit rein. Und das nehme ich auch mit rein. Dass wir einmal so ein bisschen aussortiert haben hier. Die fermentierten Spinnen hätte ich gleich holen können, aber das ist auch nicht so wichtig. Das ist auch noch nicht so entscheidend. Lapis Lazuli haben wir gar keinen Platz mehr für. Lazuli ist voll. Okay, aber Gold mache ich jetzt nochmal hier rein. Aber das wird auch noch... Das wird auch noch voll werden. So. Machen wir das so. Lapis Lazuli haben wir so viel einfach. Also hier muss ich ja ein 9er Feld mitbilden. Waren das 9? Ah ne, das waren alle voll. Alles klar. Mal gucken, wie viel Goldbahn das noch werden. Ja. 4 Stück. Ist das nicht so krass, aber immerhin. Dann schmeißen wir die hier nochmal rein, weil das ja kein ganzer mehr wird. So, das Redstone kann hier rein, das Eisen kann hier rein. Wir haben so viel Eisen einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Eisenfarm bauen will, aber dann werden wir mal ein bisschen was los hier. Ach, der ist komplett voll.
Also bin so gut wie. Das Blaze Powder hätte ich auch rumlassen können. Na egal, ist nicht so wichtig. Ist nicht so krass jetzt. Okay, dann knacken wir jetzt erstmal, bevor wir jetzt was anderes machen. Und dann wollen wir gleich mal sehen, wie wir das jetzt machen. So. Ach, guten Morgen. Alles klar, jetzt wollen wir. Erstmal wollen wir jetzt noch ein bisschen Brot machen. Denn ich muss was zu essen haben. Bevor uns nämlich, wenn ich das nächste Mal wieder losrennen und ich da wieder überrannt werde, wie die, ne, wie blöd. Ey, das gibt ja sogar auf. So, wieder 40 Brote. Dann schmeiße ich aber mal ganz kurz das hier rein. Dann haben wir wieder was. Die Pilze kommen doch hier rein. Sieht's mal auch hier rein. Das kommt auch hier rein. Dann, halt, ich brauche noch Glas. Ich brauche noch unbedingt Glas. Das habe ich entweder noch in einer anderen Kiste. Nee, hier. Wunderbar, dafür brauche ich aber auch eine Workbench. War das so? Ja. Oh, auf 11 voll. Dann haben wir ein paar. So. Jetzt brauche ich aber noch irgendwie einen Eimer oder sowas. Habe ich hier noch Eimer? Da ist schon mal ein Wassereimer. Jetzt habe ich nochmal zwei Stück dazu. Alles klar. Halt, die tausche ich einmal. So. Habe ich noch ein heiles Schild irgendwo? Nein. Ärgerlich. Autsch. Unsere Spinnenaugen. Das nehmen wir mit. Ja, lohnt sich aber langsam. Noch ist nicht mehr geworden bis jetzt. Egal. So. Dann schnappen wir uns hier hinten einmal. Ich kann mir das ja auch hier rausholen. Okay. Die Spinnenaugen habe ich eingesammelt. Alles klar. Dann schaffen wir es aber echt noch, diese Folge, diese Tränke zu brauen. Ich muss da zwar noch ein bisschen rumexperimentieren, wie ich das jetzt genau haben will. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Zack, 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 zack. So. Jetzt muss ich hier aber erstmal irgendwie eine Möglichkeit finden, das Ding zu bauen, oder dass das ja gleich alles überläuft. Im Prinzip reicht mir ja, wenn ich das so mache. Weil das sieht kacke aus. Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir aber... Habe ich noch mal das Holz im Inventar? Ja. Dann brauche ich dreimal Wooden Pleasure Plate. Dann mache ich das dahin. Dann brauche ich da einen und da einen. Genau. Dann hat sich das jetzt eigentlich gar nicht gelohnt. Egal. So, die werden wir gleich benötigen. Das Blaze Powder kann hier auch mit rein. Magma Cream, dass wir das haben. Ist auch krass. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das kriegen. So. Ich muss jetzt ein paar Fläschchen jetzt erstmal füllen. Genau. Und die dürften wir, das Inventar ist jetzt ein bisschen schief, bringt mir das schon was? Nee. Das? Auch nicht. Muss ich die jetzt erstmal, was muss ich jetzt mit denen erstmal machen? Gar nichts. Warte, wie war denn das noch mit dem ollen Braun jetzt noch? Oder das stimmt noch nicht mehr, weil das wird allerdings nicht mehr hinhaut. Ich lasse das mal kurz so. Oder musste ich mit denen noch irgendwas Besonderes machen vorher? Nö. Geht das? Ja, aber das muss doch gehen. Nesserwarzen? Wasserflasche? Das muss ja gehen. Ja, ich glaube, das muss ich mir nochmal angucken, wie das geht. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Scheiße. Ja, irgendwas habe ich da vergessen. Aber was? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein, Jungs.